Im April soll er zwei kippa-tragende Männer beleidigt und einen von ihnen mit seinem Gürtel geschlagen haben. Jetzt muss sich der 19-jährige Syrer in Berlin wegen des mutmaßlich antisemitisch motivierten Angriffs verantworten. Ihm werden gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Ein 21-jähriger Israeli wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Der Angriff hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt und eine Debatte um Antisemitismus in Deutschland ausgelöst. Ich erwarte, dass mit dem Urteil ein Zeichen gesetzt wird. Ein klares Zeichen gegen Antisemitismus, ein klares Zeichen gegen Rassismus, ein klares Zeichen dafür, dass diese Straftaten in Deutschland ernst genommen werden und auch als das benannt werden, was sie sind, und zwar antisemitisch. Zum Prozessauftakt versucht der junge Syrer, sich selbst als Opfer darzustellen. Er sei zum Tatzeitpunkt stark bekifft und sehr müde gewesen, sagt er vor Gericht. Auch hasse er weder Juden noch Christen. Im Übrigen habe ihn sein Opfer zuerst beleidigt. Dem widerspricht der Israeli, der die Tat im April mit seinem Handy gefilmt hatte.